Tobias und Portia würfeln. Dabei stellt Portia fest, dass Tobias Würfel bei 100 Würfen 30 mal die 6 angezeigt hat. Wenn die Würfel nicht so rollen, wie sie sollen, akzeptiere, sagt sie Tobias. Formulieren Sie die Nullhypothese H0 und die Gegenhypothese H1. Geben Sie den Ablehnungsbereich und den Nicht-Ablehnungsbereich an, wenn Sie Alpha 1 kleiner gleich Alpha ist gleich 0,05 zugrunde legen. So, wir brauchen jetzt erst eine Nullhypothese. Wie lautet die Nullhypothese in diesem Fall? Ja, bitte. Jawohl. Wie heißt jetzt die Gegenhypothese? Ja, bitte. Mit dem P noch als Vornamen. So oder so ähnlich sieht es aus. So, und das heißt, anhand des P größer ein Sechstel sehen wir, dass es sich hier um einen... So, und das heißt, wir haben das Ganze mit der Wertetabelle schon gerechnet, haben die Werte 24, also zwischen 23 und 24 irgendwo unsere Grenze ausgemacht. Wir wissen, der Ablehnungsbereich ist 24 bis 100. Der Annahmebereich oder Nicht-Ablehnungsbereich ist 0 bis 23. Und wir rechnen das jetzt mit der Schätzformel. So, und bei der Schätzformel müssen wir zunächst das Alpha gleich 0,05 einsetzen. Da haben wir einen anderen Vorfaktor. Der Vorfaktor war hier 1,645. So, und jetzt ist die Frage, brauchen wir ein Plus oder ein Minus? Ein Plus. Warum? Weil es ein rechtsseitiger Test ist. So ist es. Also rechtsseitig Plus, linksseitig Minus. Und hier, was steht hier? Auch ein Plus. Und das heißt, es steht hier bei diesen zwei Vorzeichen, auch wenn es anders aussieht in der Formel, eigentlich immer das gleiche Vorzeichen. Also rechnen wir das aus. Ja, das heißt, jetzt haben Sie schon einen Wert. Einmal, ich muss jetzt erstmal aufschreiben, was das dann ist. Und ich vertraue Ihnen dann mal, Wurzel n, n ist 100. Mal 1 Sechstel mal 5 Sechstel plus 0,5 mal plus 100 mal 1 Sechstel. So, was haben Sie da raus? Gerundet 23,3. Und Sie sehen, mit der Schätzformel kriegen Sie diese Grenze und zwar brutal exakt. Ja, ich sage ja, diese Schätzformel ist wirklich ein Wunder. Das Einzige, was wir uns jetzt noch überlegen müssen, wenn wir das Ergebnis nicht kennen und das einfach nur schätzen, es zählt aber im Abi nicht, wenn Sie nur schätzen, kriegen Sie Abzug. Aber besser nur geschätzt als nicht gerechnet oder gut geschätzt. Wie finden wir raus, wo der Abi... Genau, so, das heißt, wir schauen in H1, sehen, das ist rechtsseitig, also der Ablehnungsbereich ist rechts. Also daraus folgt, der Ablehnungsbereich ist zwischen 24 und 100. Das heißt, die Aufgabe wird exakt durch die Schätzformel gelöst, gilt aber im Abitur nicht als Lösung. Aber falsch ist es, also richtig falsch ist es ja nicht. Das heißt also etwa, sage ich mal, die Hälfte der Punkte, wenn man noch dazu angibt, dass x irgendwie b 100 ein Sechstel verteilt ist. Ja, das muss man irgendwie angeben, da passt es. Gibt es da Fragen? Ja. Gibt es da nur... Aufgaben mit Ereignissen, die ganze Zahlen sind, oder was ist, wenn beim 6,3 auch ein Ergebnis sein könnte? Bei Binomialverteilungen? Ja, das ist eine Frage. Bei Binomialverteilungen, eine Binomialverteilung zählt die Erfolge. Ja. Und eine Anzahl ist immer ganz. Dumm ist nur, wenn Ihre Schätzformel, warum auch immer, hier plötzlich auf eine ganze Zahl kommt. Und da müssen Sie halt, also an der Stelle, wie gesagt, Sie müssen ja sowieso die Wertetabelle machen. Das heißt, an der Stelle müssen Sie erst recht die Wertetabelle machen. Und wie gesagt, die Schätzformel ist auch nicht exakt. Ich kann das so bauen, die Aufgaben, dass die Schätzformel ein bisschen daneben liegt. Also im schlimmsten Fall liegt die daneben, bei 23,3 liegt nichts daneben, normalerweise. Aber bei 23,0001, da kann man schon daneben liegen. Man sollte das natürlich dann nachher immer mit einer Wertetabelle verifizieren. Ja, man muss, nicht man sollte, man muss. Das, also die Wertetabelle muss gemacht werden. Aber bevor ich gar nichts mache oder bevor ich riesige Wertetabellen mache, bis ich überhaupt zum Ziel komme, bei n gleich 800, da bin ich eine Weile beschäftigt. Und mit dem Ding weiß ich sofort, wo ich suchen muss. Gut, noch Fragen?